Hi, das hier ist ein Tutorial, wie man die Open Source Audio Looping Software Superlooper auf einem Mac benutzen kann. Dazu benötigt man erstmal die Software Superlooper natürlich selber, außerdem Jack mit der Steuerungssoftware JackPilot, ein Audio-Server, der auch von Linux-Systemen kommt und der es verschiedenen Programmen ermöglicht, ihre Ein- und Ausgänge miteinander wild zu verbinden und die physikalischen Ausgänge des Computers mit den Ausgängen einer Software oder die Eingänge mit den Eingängen einer Software zu verbinden. Außerdem werden wir uns angucken, wie man mit Hilfe von einem MIDI-Gerät, zum Beispiel einem Fußpedalgerät wie dem Behringer FCB 1010 oder jedem anderen oder einem Klavier oder sonst irgendwas, Superlooper zu steuern, damit man die Fingerfreiheit zur Musik machen. Und das Ganze geht damit los, dass wir erst einmal OS X erzählen, dass wir ein Audio-Interface haben, das Superlooper dann auch benutzen kann. Es reicht nicht, das Gerät einfach einzustecken, damit die Latenzen niedrig genug sind. Damit starten wir, und zwar starten wir damit, dass wir die OS X Audio Media Setup öffnen. So. Das hier ist das Audio Setup. Sieht bei Snow Leopard ein bisschen anders aus als bei Leopard und hier finden sich alle Ein- und Ausgänge des Geräts. Ich stecke jetzt mal tatsächlich mein Audio-Interface ein. Ich habe einen Behringer UCA 202. Dauert einen Moment. Zack. Jetzt müssten, ja, da erscheinen die beiden Geräte. Kann ich aber so noch nicht nutzen. Ich muss ein sogenanntes, ich glaube, dediziert heißt das Gerät, erstellen. Einmal hier Plus. Das Gerät kriegt von mir auch den direkten Namen. Nämlich, damit ich weiß, welches es ist. Bei mir ist es ja ein Behringer Gerät. Und jetzt teile ich diesem Gerät verschiedene Ein- und Ausgänge zu, nämlich die, die zu USB Audio Codec gehören. Die gehören nämlich dann. So. Das war's schon. Ich kann jetzt das Audio MIDI Setup schließen. Es gibt jetzt ein Audio-Gerät, das USB Behringer heißt. So, als nächstes starte ich mal Jack. Der Server läuft noch nicht direkt, der läuft erst, wenn ich auf Start drücke. Und ich gehe jetzt erstmal in die Preferences. Hier ist schon alles richtig eingestellt. Input Device, Output Device, das hier ist das Gerät, das ich gerade eben eingestellt habe. Driver ist auch richtig. Das gefällt mir hier. Zwei Eingänge, zwei Ausgänge. Alles klar. Kann so bleiben. Und dann können wir Jack Pilot schon mal starten. Das war der erste Teil des Tutorials. Weiter geht's dann gleich mit Teil 2.